Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind Folge Nummer 10 von Astronia. Ja, was ist unsere Aufgabe? Wir haben Sachen mit hierher gebracht. Wir können was abgeben, glaube ich. Und das, denke ich mal, machen wir alles nach dem Intro. Da schauen wir jetzt gleich mal nach. Ich würde sagen, bis gleich. So, dann gehen wir mal gucken. Wir haben jetzt hier. Oh, Leute, das ruckelt gerade ganz schlecht. Untersuchen wir das doch mal. Nee, das haben wir schon alles letzte Folge gemacht, kann das sein? Wir wollten einen Roversitz haben, ne? Der Rover steht doch hier schon, oder? Die Karte nicht gedreht gerade. Eigentlich war das rechtsklicken, oder? Der Rover steht hier unten. Das heißt, wir müssen jetzt den Sitz bauen. Den Sitz müssen wir am Drucker bauen. Was ist das hier? Ist das Gemisch? Da brauchen wir nämlich Gemisch für. Haben wir im Rucksack noch Gemisch? Nee, Q war es nicht, F, ne? Nee, da haben wir Laterit. Laterit muss da hinten in den Ofen rein. Das ist schon mal richtig. Hier ist noch Gemisch. Nee, da nicht hin. Dahin. Genau. Und dann untersuchen und starten. So, jetzt macht er uns den Sitz und dann können wir fahren. So. Ist das hier das Zeichen, wie viel Strom da gerade fließt oder nicht fließt? Ich glaube, wir haben ein verdammtes Stromproblem. Das sieht alle nicht gut aus. Was haben wir denn hier noch für Klamotten liegen? Das weiß ich gar nicht mehr. Was ist das? Feststoff-Sprungbooster. Okay. Autoarm. Okay. Wofür ist der Autoarm gut? Keine Ahnung. Ja, das müssen wir dann noch mal gucken. Irgendwo wird das stehen. Ja, ich kann fast nicht drehen. Der Sitz ist aber sofort fertig, so wie das aussieht. Laterit läuft auch, also Aluminium wird hergestellt. Das ist auch schon mal gut. Und da ist der Sitz jetzt fertig, oder? Ja. Oh, was hat er jetzt gemacht? Der sollte den nicht aufnehmen. Er sollte den auseinanderpacken, ey. Ich liebe es. So, jetzt bitte F und auspacken. Jetzt hat es mal geklappt. Jetzt müssen wir nur noch zum Auto kommen. Das steht hier unten irgendwo. Da ist es. Jetzt hängt der Sitz. Na, da ist er. Passt. Kofferraum auf und der Koffer auf. Und was müssen wir da reinstecken? Wir müssen eine Batterie können wir da dran bauen, damit der erweitert ist. Und den Generator, damit er aufgeladen wird, ne? So, und dann können wir einsteigen. Längste. Wie kann ich denn einsteigen? Da muss doch das F kommen. Oh, was ist das jetzt? Warum geht das Auto jetzt nicht zu fahren?
betreten. So, jetzt hat es geklappt. Endlich. So, was wollen wir jetzt machen? Nicht in irgendeine Grube fallen, auf jeden Fall. Und da ist nicht unser Pipeline, sondern die ist da hinten, glaube ich. Ein weiter links. Da können wir erstmal diesen Forschungspunkt holen, ne? Oh, nee. Können wir da mal jetzt rauskommen? Oh, Alter, ey. F für umdrehen. Boah, das geht doch gar nicht, oder? Komme ich raus? Ja. Alter, das ist doch nicht wahr, oder? Jetzt komme ich hier nicht raus. Ist schrecklich, oder? Ich würde gerne mein Werkzeug erstmal nutzen. Geht aber irgendwie nicht. Ah, jetzt geht's. So, kann ich jetzt da wenigstens aus dieser Ecke rauskommen? Nein, kann ich auch noch nicht mal. So, jetzt bitte da einmal von diesem Fahrzeug wegkommen. Oh, ich habe es geschafft, da rauszukommen. Wow. So. Jetzt muss ich gucken. Umschalten, plätten. Das sieht schon mal gut aus. So. Komme ich da jetzt raus? Ich hoffe es. Ja. So, und wie kriege ich jetzt das Auto dahin? Betreten. Ich hoffe, der kommt jetzt hoch. Eingebaut. Super. Das hat richtig gut geklappt, oder? Mann. Komme ich jetzt da raus? Sitzt immer noch fest. Betreten. Alter, es wird immer schlimmer. Ich werde den da nie rauskriegen, glaube ich. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Wie soll das werden? So, umdrehen, betreten, vorwärts fahren, geht nicht. Also das ist Chaos hoch 10 gerade hier. Ich würde jetzt gerne das da machen, wo ich stehe, ne? Aber irgendwie wird das nichts. Die Lage ist so doof.
So. So will ich's. Ich muss erstmal das Auto irgendwie auf einer Ebene stellen, ey. Und dann kann ich gucken, dass ich das vielleicht hinkriege, oder? So, komme ich da jetzt in das Fahrzeug rein? Es sieht irgendwie ganz schlecht aus. Was ist da jetzt passiert? Sag mir das. Ich krieg dieses Auto da nicht raus. Das kann doch nicht sein, oder? So, da müssen wir mal gerade umgekehrt machen. Glaube, das Auto ist gleich weg, verloren für alle Ewigkeit. Ich krieg den Buggy dann immer raus, glaube ich. Ich weiß auch nicht, wo der immer wieder hinfällt. Das ist phänomenal. Ich sehe den Buggy jetzt nicht mehr, doch, da ist er noch. Der ist zurzeit sogar meine Lebenskette, ne? Geht nicht. Kann nicht mitfahren. Der hängt irgendwo fest in irgendwelchen Felsformationen oder sowas. Und ich glaube, da ist gleich auch Sabbat. Dann fällt er mir da runter, weil da ist irgendwie eine Höhle drunter, oder? Kann ich jetzt fahren, wenn ich jetzt einsteige? Es fährt nicht. Aussteigen. Und jetzt sehe ich dann wieder nichts mehr, das ist das Schlimme. Da ist er. Ebene bauen. So, ist schon richtig, jetzt C. Ich wollte diese Ebene einfach weiterbauen. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Ich weiß nicht, was der jetzt gerade jingelt. Betreten. F. Vorwärts fahren, bitte. Er ist vorwärts gefahren. Aussteigen. Gucken. Ich glaube, die Schräge geht jetzt da hoch, oder? Ich hoffe es. E und hoch.
muss ich doch jetzt mal irgendwann an die Oberfläche kommen, oder? Ja, ich glaube, jetzt haben wir es geschafft, oder? Mann, 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 ey. Aber wir müssen gucken, dass wir erstmal Sauerstoff kriegen, sonst ist der gleich alle. Ah, da ist die Linie. Und ich sehe, dass das Auto da unten einigermaßen geparkt jetzt ist. Und dann werden wir den da jetzt hoffentlich rauskriegen, ey. Ich wollte nur einsteigen, mehr wollte ich nicht machen. Dass sie da einfach irgendwie rausfahren, ey. Und nicht irgendwo wieder reinfallen. So, wir haben es geschafft, dieses Fahrzeug rauszubekommen. Der fährt viel zu schnell. Oh, nicht da einfahren, da ist ein Loch. Also der fährt und fährt und fährt, ne? Ich das hin, dass der da nicht reinfällt. Da vorne ist unsere Schräge, wo wir eigentlich rein wollten. Ne? Hier ist die Schräge, aber ich fahre jetzt erstmal zur Basis zurück und dann soll es erstmal reichen. Schock fürs Leben bei der ganzen Geschichte jetzt, ne? Ja, das ist. Das spiegelt gerade alles wieder, dieser Handstand des Wagens. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Rettungsaktion war das jetzt. Ja, gerne Kommentare schreiben, gerne das Video auf anderen Kanälen teilen, gerne die Glocke anmachen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.